Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von Forex-Home.de. Das ist das Forex Money Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. So, aufgrund der ja recht flauen fundamentalen Marktlage betrachten wir heute mal die chartischen Aspekte bzw. auch mal im großen Stil das Gold und die Gegebenheiten im DAX, also im deutschen Leitindex. Aber dennoch mal der Blick hier in den Wirtschaftskalender für heute. Ich sagte es bereits, wenig Spannung um 10.30 Uhr ein paar Arbeitsmarktzahlen aus UK. Ob das sich, oder beziehungsweise ob wir hier relativ gute Zahlen bekommen werden, wie es ja auch die Prognosen verlautbaren, das werden wir sehen. Wenn ja, wird es das britische Pfund sicherlich in einer gewissen Art und Weise stützen, aber britische Pfund aktuell sehr, sehr stark durch die Nachrichtenlage in Großbritannien beeinflusst, beziehungsweise durch die Entscheidung der Bank of England hinsichtlich des Abstimmungsverhaltens der Leitzinsänderung. Und ja, deshalb hier natürlich diese Arbeitsmarktzahlen vielleicht mit wenig Reaktion. Wir werden es sehen, wir müssen es hier wirklich abwarten. Also UK aktuell würde ich hier nicht irgendwie versuchen zu raten. Hier geht es ganz klar darum, dass wir gewisse charttechnische Marken einhalten müssen, die beachten müssen und anhand der entsprechenden Schlusskurse dann unsere Entscheidungen fällen. Ja, das eigentliche Highlight sowieso erst morgen. Ich habe es bereits schon im Dienstags-Live-Webinar gesagt, beziehungsweise auch in der jüngsten Einschätzung im Forex Signal Service, in der jüngsten Ausgabe. Morgen 13.45 Uhr hier der EZB-Zinsentscheid und 14.30 Uhr dann die EZB-Pressekonferenz. Heute so, ich denke mal, viel geprägt durch charttechnische Gegenbewegungen, ja. Und morgen dann der fundamentale Aspekt, der uns dann die entsprechende Richtung für den Rest der Woche beziehungsweise auch für den mittelfristigen Anlagehorizont weisen sollte. So, jetzt aber mal der Blick ins Gold hier auf dem Monatschart. Wir hatten ja eine sehr, sehr lange Konsolidierungsphase zwischen 2013 und 2015 im Oktober. Also letztendlich hier, oder als der Goldpreis hier letztendlich wirklich ausbrach, massiv in Richtung Norden, steuerte hier über 300 Dollar. Das war schon extrem. Ob dass dieser eine kleine Support, den wir hier sehen, der war, der dann letztendlich dazu geführt hat, dass das Ganze hier hält. Nun ja, das war nicht unbedingt absehbar, würde ich mal meinen. Ist aber auch im Moment egal. Wir wollen ja letztendlich jetzt dahingehend uns positionieren, dass wir vielleicht diesen restlichen Long-Move, der uns möglicherweise noch bevorstehen könnte, mitnehmen können. Ja, ich habe hier auch mal Fibo Expansion eingezeichnet. Wir sehen es hier an den drei Punkten. Wir können es uns dann im Weekly Chart, im Daily Chart nochmal angucken. Das ist hier, startet das Fibo Expansion hier an diesem tiefsten Punkt. Dann hatten wir hier ein Hoch, dann die Korrektur bzw. der Retest hin zum abwärtsgerichteten Trendkanal. Und dann ja, entwickelt sich hier einige sehr, sehr interessante Widerstandsbereiche bzw. Etappenziele, die man im Rahmen dieser Fibo Expansions immer mal wieder abarbeiten kann. Ich kann es hier mal einzeichnen, da sehen wir schon, es harmoniert wirklich sehr, sehr schön mit diesen horizontalen Widerstandsbereichen noch aus den Jahren 2011, 2012, und deshalb wollen wir das Ganze natürlich nicht ignorieren. Die erste große Etappe sicherlich hier auf Basis der Projektionshöhe dieses durchbrochenen Trendkanals, den wir vor allem im Monatschart sehr, sehr deutlich sehen. Ja. Im Daily-Chart brauchen wir gar nicht erst anfangen, uns diesen Trendkanal hier einzuzeichnen. Selbst im Weekly Chart ist es nicht so der Hit, aber ich meine, es ist klar, ja. Also wir sprechen hier über eine Konsolidierungsphase, die 2 Jahre gedauert hat. Also es verwundert mich nicht, dass wir hier in den Monatschart rücken müssen, um uns entsprechend wichtige Kursbereiche herauszufiltern. Und ja, genau deshalb bleiben wir hier auch beim Monatschart, was die Kurszielberechnung dieses großen, dieses aktuellen Long Moves angeht. Und dann sollten wir genau auf dieses 100er Expansion Level treffen und damit auch auf die 1455 Dollar ungefähr, und vielleicht können wir es auch einfach abrunden auf die 1450 Dollar, und das ist natürlich ein sehr, sehr schöner Hinweis darauf, dass es sich hier lohnen könnte, weiterhin in diese bullische Thematik zu investieren und möglicherweise auch nicht ganz so stark auf die Indizes zu setzen, was die Long-Thematik angeht. Ja, wir schauen uns auch gleich nochmal am DAX an. Also hier geht es gerade wirklich um viel, und die aktuelle Korrekturbewegung, die wir auch im Gold sehen, die könnte durchaus richtungsweisend sein für die nächsten Wochen und Monate. Denn wir sehen hier
Ganz klar, dieses Auspuffsrohr, also das eigentliche Auspuffsrohr war die Kerze. Hier hat man nochmal einen schönen Widerstandsbereich gesehen. So, und hier ist er im Vormonat ausgebrochen. Und ein Retest dieses Unterstützungsniveaus, jetzigen Unterstützungsniveaus bei circa, ich runde es einfach mal auf, 1300 Dollar, wäre natürlich sehr, sehr vorteilhaft und könnte es ermöglichen, hier weiter in Richtung 76,4, 78,6er Expansion Level, beziehungsweise bis zu diesem primären Kursziel des abwärtsgerichteten Trendkanals hier bis 1455, 1450 Dollar zu traden. So, ich sage das schon, wir schauen uns das Ganze auch mal im Weekly Chart an. Hier sehen wir so einen schönen aufwärtsgerichteten Trendkanal inklusive bärischen Fehlausbruch. Das Ganze intern getestet, relativ zügig. Nicht die sauberste Geschichte, aber hey, das ist nun mal der Goldpreis. Aktuell wirklich hier ausgebrochen. Auch hier sehen wir jetzt nochmal diesen Bereich rund um die 1300 Dollar, beziehungsweise unseren vermeintlichen Unterstützungsbereich, an welchem wir uns gern noch einmal positionieren würden. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das im Zuge dieser Handelswoche noch passieren könnte oder passieren sollte, denn ja, ich sagte es ja bereits, EZB-Leitzinsentscheid am Donnerstag ist natürlich auch so ein Ding, was die Indizes, vor allem die europäischen Indizes, natürlich sicherlich beeinflussen sollte. Und dementsprechend aufgrund der negativen Korrelation dann auch den Goldpreis, den Silberpreis. Das heißt, kann der DAX kurzzeitig profitieren, dann sollte es den Goldpreis hier weiter in Richtung Süden drücken. Das heißt, hier auf unser potenzielles Unterstützungsniveau. Es kommt dann einfach darauf an, dass wir auf Wochenbasis, und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auf Wochenbasis oberhalb dieser Trendlinie, die wir hier sehen, schließen. Das ist enorm wichtig. Ich habe auch die Pufferzone nochmal ein bisschen breiter gezeichnet, denn das gibt sie einfach her aufgrund dieser großen Spikes, die, also das, was im Monatschart nur als Spikes erkennbar ist, sehen wir hier im Wochenchart natürlich als einzelne Kerzen, und deshalb müssen wir aber diese Pufferzone zwingendermaßen ein wenig ausweiten, ein bisschen verbreitern, und ja, da definitiv den Spielraum hier rüber zu steigen. Aber wie gesagt, wir brauchen einen Wochenschlusskurs, der oberhalb dieser untersten Trendlinie hier liegt. Also das heißt, wenn wir jetzt mal im senkrechten Winkel runtergehen, wir brauchen einen Wochenschlusskurs oberhalb von 1285 US-Dollar, und dann sollte sich das Ganze hier weiter in Richtung Norden fortsetzen können, fortsetzen dürfen. Wochenchart, Monatschart für den Einstieg natürlich nicht unbedingt die geeigneten Timeframes, deswegen gucken wir uns das Ganze nochmal auf dem Daily Chart an. Hier sehen wir so eine kleine, feine Art Dreiecksformation, Wimpelformation, wie auch immer man das bezeichnen mag. Und hier auch nochmal das Retest-Niveau rund um die 1300 Dollar. Könnt ihr gerne mal ein Fibo-Retracement einzeichnen. Und da sehen wir schon, Moment, richtig machen, da sehen wir schon, dass das 61,8er, also unser wichtiges 61,8er Retracement, genau in dieses Unterstützungsniveau hereinfällt. Auch hier durchaus die Möglichkeit, die Pufferzone dieses Konstrukt breiter zu zeichnen. Ja, dass sie einfach ein bisschen mehr hergibt, denn wir haben es ja gesehen, klar, auf dem Daily Chart sieht das jetzt nach einer knallharten Trendlinie hier oben aus, die den Kurs aufhalten könnte, ja, oder beziehungsweise die darüber entscheidet, ob Ausbruch oder Fehlausbruch. Aber auf dem Weekly Chart, auf dem Monatschart haben wir gesehen, dass die Pufferzonen viel, viel breiter sind. Und deshalb würde ich mich jetzt auch nicht so an dieser einen Trendlinie im Daily Chart aufhängen. Es geht jetzt wirklich hier darum, dass wir uns hier stabilisieren auf Wochenbasis, was wir dann die nächsten Tage auch tun sollten, oder beziehungsweise sehen sollten, und dann sich entsprechend zu positionieren. Das erste Kursziel, das primäre Kursziel, welches wir hier kurz- bis mittelfristig anbauen, ist natürlich die Projektionshöhe dieser Dreiecksformation, und die sollte uns schlussendlich ja, auf dieses 76,4er, 78,6er Expansion Level bringen, beziehungsweise hier auf diesen horizontalen Widerstandsbereich rund um die 1400 Dollar. Schöner erster Trade, oder für den einen vielleicht der erste Einstieg überhaupt in diese Gold Rallye. Und dann werden wir gucken, bis wohin wir das Ganze ziehen können. Sekundäre Kursziele ergeben sich natürlich auf Basis dieses 100er Expansion Levels, beziehungsweise des abwärts gerichteten Trendkanals, hatten wir ja gesagt. Und sehr langfristig gesehen sehe ich durchaus die Möglichkeit, dass der Goldpreis hier in 1000, Richtung 1600, 1666 Dollar hier abziehen kann. Und damit ist es uns ermöglicht, hier oben dann nochmal weitere Entscheidungen zu treffen. Das werden wir dann sehen, was hier oben passiert, ja, ob die Indizes wieder drehen, was auch immer. Wir müssen bloß uns ein bisschen im Hinterkopf behalten. Der Goldpreis, der steigt ja vor allem aufgrund dieses Safe-Haven-Effektes. Also das heißt, wir brauchen eine große Sorge um die Weltwirtschaft, um die Aktienindizes, ja, fallende Aktienindizes. Das sollte uns helfen,
den Goldpreis in Richtung Norden traden zu können. Und das ist natürlich ein wichtiger Hinweis für die Aktienindizes, ja. Klar beeinflusst nicht der Goldpreis die Aktienindizes, aber wenn wir schon sehen, dass charttechnisch und auch fundamental vieles für einen weiter steigenden Goldpreis spricht, kann man natürlich auch so ein bisschen die Überlegung hegen, okay, dann könnten vielleicht auch die Aktienindizes jetzt mittelfristig weiter sinken. Und dafür kann man sich ja auch mal ein paar Begründungen suchen und die finden sich beispielsweise hier im DAX auf dem Wochenchart sehr, sehr genau. Ja, also darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, dass wir aus diesem großen aufwärtsgerichteten Trendkanal schlussendlich auch durchgebrochen sind. Viel Gemurkse hier rum um die im Zuge dieses kleinen ersten bärischen Fehlausbruchs aufgrund dieses Spikes, ja, dann ist er nochmal hoch und ist dann letztendlich ausgebrochen, hat hier diesen schönen Retest absolviert und im Zuge dessen hat sich hier dieser abwärtsgerichtete Trendkanal bzw. diese sehr, sehr markante abwärtsgerichtete Trendlinie gebildet. Und was hat der DAX gemacht jetzt zum Wochenbeginn? Er ist am Montag schön hier abgeprallt an diesem Widerstandsbereich oder was, Dienstag, ich weiß gar nicht mehr. Jedenfalls ist er hier abgeprallt an dieser Pufferzone an der abwärtsgerichteten Trendlinie und das ist natürlich schon gewissermaßen ein Zeichen dafür, dass wir es hier wirklich mit einer sehr, sehr wichtigen, mit einem sehr, sehr wichtigen Kursniveau zu tun haben, an welchen sich hier einiges entscheiden könnte. Ja? Sehen wir beispielsweise einen Wochenschlusskurs diese Woche außerhalb dieses Trendkanals, außerhalb dieser Abwärts- oder überhalb dieser abwärtsgerichteten Trendlinie, dann wird es sehr, sehr spannend. Ja, denn was passiert dann? Dann wird es wahrscheinlich einen Retest geben und wir könnten weiter in Richtung Norden handeln. Und das wäre natürlich echt spannend für den Goldpreis, was der natürlich dann wahrscheinlich sehr, sehr stark abwerten wird oder beziehungsweise in die Tiefe fallen wird. Und für die Aktienindizes, gerade für den DAX wäre es womöglich eine Art Befreiungsschlag und eine Motivation für die Bullen extrem Gas zu geben. Aber im Gegensatz dazu, wenn wir einen Wochenschlusskurs wieder unterhalb dieser Trendlinie sehen, sollte das die Bullen natürlich entsprechend demotivieren und dann ist hier eigentlich der Weg frei für den DAX, weiter in die Tiefe zu sinken, es auch mal mit diesem Unterstützungsbereich hier aufzunehmen zwischen 8.800 und 9.000 Dollar und ja, dann müssen wir wieder neu bewerten, wie das Ganze hier weitergehen könnte. Wochenschlusskurs unterhalb dieses Supports, den wir hier sehen, sollte sicherlich diese Korrektur weiter beschleunigen und sehen wir eine Stabilisierung an diesem Unterstützungsniveau, wird es wahrscheinlich, na, wenn ich das Dreieck hier mal bekomme, wird es wahrscheinlich wieder eine Gegenreaktion geben, wieder zu dieser Trendlinie. Also wir müssen es auch weiterhin auf Zickzack-Bewegungen einstellen, weiterhin auf einen sehr volatilen Markt. Und ich denke, dann sind wir ganz gut gewappnet, diesem entgegentreten zu können. Gut, in diesem Sinne wünsche ich einen guten Start in den neuen Handelstag. Verabschiede mich bis zur nächsten Analyse bzw. bis zur nächsten Ausgabe von unserem Forex Signal Service und wünsche viel Erfolg. Tschüss.